IPA. Let's play. Here we go, turn it up, let it start. From block to block, we're snatching hearts from Jackson Mark. And the punk police can't stop me. We can have peace someday, Chief. But right now, I got my mind set up. Looking down the barrel, I'm gonna get up. It's the time to make the payback fast. So my brothers on the block, better stay strapped. Black, and accept no substitutes. I bring truth to the youth, tear the roof off the home school. Oh, no, I'm turning up the cheek. Case you can't see this, what we burned the other week. Now we got them in the smash. Jamie Smith nächste Ankle-Breaker gegen Steam hat. Also wer bleibt heute auf dem Eisfeld stehen? Ich frage Jamie Smith für drei mit einem Buzzer. Buzzer bietet Jamie Smith. Es sind Ballspiele, ein einfache Situationen. Lajan wieder mit dem Fehlwurf und wieder mit dem Foul. Stoßt sich da demonstrativ am Boden ab und dann endlich der erlösende Rührer von Baruotto. Jetzt haben sie aber lange müssen warten, bis das zweistellige Score angekracht ist. Also bei Genf. Das macht sofort das Spiel von Fribourg statisch, weil in der Defensive jetzt mal geschafft wird. Lajan kann das, du hast es gesagt, für drei im Zurückgehen ins Gesicht vom besten Verteidiger vom gestrigen Tag, vom Chase. Zwei gute Aktionen von ihm. Mehr braucht Genf vielleicht nicht, um sich auszufreien. Drüher, Jeremy wir schon. Und da sind sie wieder zurück. 25. Nein, ich finde es richtig, dass Fribourg Zone spielt. Sie und neben dem Lajan auch vor Foul zu schützen. Richtig. Miljanic, Entschuldigung. Für drei. Er hat die ganze Gamper abgewehrt und redet jetzt mit dem Ball. Also habe ich das selten gesehen, zumindest auf dem Niveau. Gottür für drei, Möglichkeit, auf der Linie gestanden. Trotzdem drin, Zweier. Sebastian Kliwa hat es gesehen. Fußspitze auf der Linie, das ist automatisch ein Zweier. Man muss raus. Oh, und fast den Ballverlust Glück gehabt. Lass schon wieder 10 Meter drüber, das mal geht er rein. Valentin Wegmann, du Prophet. Du hast es gesagt, das sind die drei. Und was für eine Motivationsspritze jetzt für Fribourg. Jamie Smith am Ball, zurück auf Galassan. Für drei, nein. Lajan wieder am Rebound, aber nur tippt den Ball zurück zu Miljanic für die grossen Punkte, für den Dreier, wieder drin, der geht absolut nichts. Slobodan Miljanic und sofort den Dreifingerzeig zu seinen Fans. Um alle Diskussionen, auch mit den Trainern. Drei Punkte, Steve Luisa. Ich habe seine Offensive. Er hat zwar viel Muskel, aber wenn die mal in Bewegung sind, ist es schwierig, die wieder zu bremsen. Chase Stanback, Mittelstanz für zwei. Drin! Das sagt wirklich für Genf. Immer fatal, kommt fast ein Herz. Entschuldigung, das. Es ist im Spiel geschuldet und der Friburger und der Genfer Fans. Weiter früher Wurf vom Steam hat es drin für drei! Unglaublicher Wurf, Antwort! Anmerkung an der Seite.
Juwan James nicht auf dem Feld. Und trotzdem ist Genf da drin. Stembeck für 3 und jetzt regnet es in Volkhoek. Oh, erste Führung für Genf. Richtig, um die foulbelasteten Spieler zu schützen. Luis auf 3. Steve Luis bis jetzt für mich heimlicher MVP von dieser Partie. 2 von 3 Dreier. 2 Turnovers produziert beim Gegner. Unglaublich, vor allem das Spiel. Ach, der ist da. Auch nachher dann 4-4 auch in der Verteidigung das gemacht. Rebounds geholt. Und sie haben mit dem Stand-Back und Es kommt Ball auf 3, yes! Boris und Ball auf 3! NLB Power, nochmal rasch am Schluss, das gönne ich ihm. Auch wenn es am Spiel nicht entscheidet.